Jetzt kommen wir zum Punkt Qualität. Ja? Ist jetzt ein Qualitätssprung notwendig, sowohl personell als auch inhaltlich? Wahrscheinlich schon, aber man sollte sich da keine Illusionen machen. Jene, die am lautesten die politische Landschaft oder die agierenden Politiker, ganz wurscht von welcher Farbe, kritisieren, die sind meistens selbst ja überhaupt nicht in der Lage, Alternativen hinzustellen. Schauen Sie sich einmal die Journalisten an, die mit ihren Urteilen so schnell bei der Hand sind. Glauben Sie, dass die wirklich selbst in der Lage wären, tolle Regierungspolitiker oder Volksvertreter zu sein? Ich glaube das nicht. Der Mensch, es gibt immer befähigtere, strahlendere, kommunikativere als andere, ne? Aber letztlich ist der gute, solide Durchschnitt, der in der Lage ist, mit sozialem Gewissen und mit einer gewissen Perspektive, Zukunftsperspektive, auch mit Visionen zu agieren, ist das, was wir brauchen.